Hallo Leute, ich sitze mal wieder vom Laptop, das heißt, es gibt ein neues Reaction-Video und heute schauen wir uns gemeinsam das Video von Yamina1404 an, das da heißt, so schlimm sah meine Haut noch nie aus, 7 Tage Hautpflege-Experiment. Also, falls ihr wissen möchtet, was ich zu diesem Video zu sagen habe, dann bleibt doch dran. Ich wollte schon immer ein Maskenvideo machen, aber ich wusste immer nie, es ist super schwer, halt so Sachen zu zeigen, wie sie wirken und so weiter. Aber jetzt hatte ich einfach eine gute Gelegenheit, denn meine Haut hat ja noch nie so schlimm für meine Fälle, das ist natürlich alles super, super subjektiv, noch nie so schlimm ausgesehen. Ich habe das schon, oder ich sage das auch im Video, ich glaube, es war eine Kombi aus sehr schlechter Ernährung, auch das passiert mal bei mir. Dann Beo, der mir sehr viel hier im Gesicht rumgeleckt hat, was ich jetzt halt auch nicht mehr zulasse, meiner Periode. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr unwohl gefühlt und das habe ich noch nie gemacht. Also ihr wisst, ich zeige mich immer ohne Make-up, ich habe damit gar kein Problem. In dem Punkt muss ich ihr definitiv beipflichten, nämlich dass der Lebensstil auch einen extremen Einfluss auf unsere Haut hat, sprich wie ihr euch ernährt, ob ihr viel Alkohol trinkt oder sogar raucht, das beeinflusst natürlich auch extrem eure Haut. Deswegen predige ich auch immer, achtet nicht nur auf eure Hautpflege, sondern natürlich auch wie ihr lebt und wie ihr euren Körper behandelt. Das ist auch super, super wichtig. Bei mir zum Beispiel ist es der Zucker. Ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr viel Süßkram gegessen und habe einfach auch gemerkt, dass meine Haut schlechter geworden ist und selbstverständlich spielt auch die Periode eine Rolle. Also mir sagt meine Haut immer wieder Bescheid, dass es gleich losgeht. Also ich kriege dann immer Unreinheiten und Pickel. Das hält sich mittlerweile ein bisschen in Grenzen, seitdem ich auf meine Hautpflege achte. Aber komplett ausmerzen lässt sich das natürlich nicht. Deshalb, wenn ihr mal einen Pickel habt oder eine Unreinheit, ja, gebt euch nicht selbst die Schuld dafür, außer natürlich habt euch schlecht ernährt oder sonst was getrieben oder sehr viel Alkohol konsumiert oder sowas. Aber wenn ihr eure Periode bekommt, dann ist das in der Regel relativ normal, dass die Haut da schlechter wird. Also zumindest bei mir ist das der Fall und ich kenne etliche andere Personen, bei denen das auch der Fall ist. Deshalb immer schön ruhig bleiben und Tee trinken, wobei man dann natürlich auch mit einer gewissen Hautpflege das Ganze ein bisschen eindämmen kann. Ich habe trotzdem noch super viel Textur auf der Haut. Gerade wenn ihr mit Textur auf der Haut zu kämpfen habt, die ist wirklich super. Das war die von Origins, die ja, Retexturizing Mask. Zeige euch das dann gleich, wenn es fertig ist. Ich werde mich jetzt wieder an meinen Computer setzen und euch dann zeigen, sobald es runtergeht. Und dann muss ich auf jeden Fall meiner Haut Feuchtigkeit zurückgeben. Die Origins Retexturizing Mask würde ich persönlich nicht empfehlen, weil die schlichtweg nicht mild formuliert ist. Es ist eine reine Tonerde-Maske, also sind natürlich noch ein paar pflegende Bestandteile enthalten. Aber hierbei handelt es sich auch tatsächlich um eine richtige Maske. Nur zum Verständnis, Masken sind all die ganzen Produkte, die eben auf der Haut antrocknen und dann wieder runtergespült werden. Die bestehen eben aus diesen anorganischen Verbindungen wie Tonerde, Heilerde, whatever. Dann gibt es Packungen, das sind die Dinger, die cremig auf der Haut bleiben, und Kompressen, das wären dann diese Tuchmasken. Aber wir verwenden natürlich für all diese Dinge immer den Begriff Masken. Ich wollte das bloß hier klarstellen, vielleicht interessiert es ja jemanden. Aber wie gesagt, die Origins Retexturizing Mask ist nicht mild formuliert. Das sind etliche ätherische Öle drin und ich finde auch, dass sie etwas überteuert ist für eben eine Tonerde-Maske. Ich kann da nur empfehlen, dass ihr euch so eine Packung Heilerde aus der Drogerie besorgt und euch das Ganze selbst anmischt mit ein bisschen Wasser. Eventuell könnt ihr da auch ein Tröpfchen milde Creme mit hinzufügen, wenn ihr etwas mehr Geschmeidigkeit mit reinhaben möchtet. So mache ich das persönlich ab und zu mal aus Wellnessgründen. Ich erhoffe mir auch nicht viel von Tonerde oder Heilerde-Masken, weil die saugen einfach nur den Talg auf, also nicht unbedingt für trockene Haut geeignet, aber so für Wellnesszwecke mache ich es dennoch ganz gerne. Ansonsten haben sie natürlich auch einen leicht peelenden Effekt aufgrund der ganz kleinen Körnchen, nachdem man das Ganze runterspült. Aber die Maske, ja, würde ich, wie gesagt, nicht empfehlen. Vor allem, weil eben sie eine Weile auf der Haut aufliegt und dadurch die reizenden Stoffe, sprich die ätherischen Öle, die Duftstoffe, die da drin enthalten sind, natürlich noch länger auf die Haut einwirken können. Ich benutze ja immer, und ich kann es immer nur wieder betonen, wie wichtig das ist, einen frischen Waschlappen oder Handtuch oder Musselintuch oder Musselintuch zu benutzen. Ich verlinke euch diese Waschlappen. Ich finde, das sind wirklich für mich die besten. Ich habe sie seit Jahren. Einmal benutzen,
ab in die Wäsche. Und ihr sammelt halt einfach keine Bakterien auf eurem Gesicht, wenn ihr im Vergleich solche Sachen mehrmals benutzen solltet. Also ist ein großer Hautpflegetipp allgemein, Sachen nur einmal zu benutzen. So, ich nehme es jetzt mal ab. Selbstverständlich könnt ihr einen Waschlappen benutzen, aber ich persönlich würde empfehlen, die Hände zu verwenden. So habt ihr nicht noch was Zusätzliches da, was ständig in die Waschmaschine muss oder wo ihr das Gefühl habt, oh, es ist dreckig, das muss jetzt unbedingt gewaschen werden. Unsere Hände sind richtig, richtig gut darin, Produkte wieder zu entfernen und natürlich auch einzuarbeiten, zumal ihr natürlich auch das Gefühl in euren Händen und Fingern habt und dadurch natürlich die bessere Kontrolle darüber habt, wie hart ihr mit eurer Haut umspringt. Das ist bei einem Waschlappen ein bisschen anders, ist natürlich auch noch ein zusätzlicher mechanischer Reiz, weshalb ich wirklich empfehlen würde, eher die Hände zu benutzen. Jetzt brauche ich halt, wie gesagt, Feuchtigkeit und das mache ich hiermit. Und vor allem kühlt die halt auch die Haut so richtig schön. Warte. So. Sie hat jetzt als nächstes die British Rose Mask von The Body Shop aufgetragen. Und das ist auch wieder eine Maske, die ich eher nicht empfehlen würde, weil die einfach auch nicht mild formuliert ist. Ich habe es ja schon bei der Tonerde-Maske von Origins gesagt. Masken liegen einfach auch sehr lange auf der Haut auf. Deswegen ist es hier wichtig, Produkte zu verwenden, die mild formuliert sind, damit einfach die Haut nicht auch noch zusätzlich strapaziert wird. Und in der Rose-Maske ist jetzt auch nichts drin, was in irgendeiner Form einen Vorteil für die Haut hat, also für die Hauttextur zumindest. Sie ist selbstverständlich feuchtigkeitsspendend, aber nicht mehr und nicht weniger. Ich würde alternativ empfehlen, dass man, also wenn man jetzt unbedingt bei The Body Shop bleiben möchte, dass man entweder zu dieser Mandelmaske greift, die mit Hafer drinne, oder zu der Aloe Vera Maske aus der Sensitive-Serie. Das sind zwei Masken, die mild formuliert sind, die eben auch feuchtigkeitsspendend und leicht pflegend sind. Oder wenn es was aus der Drogerie sein soll, dann diese Power Beauty Effekt Maske von Balea. Creme, Face Oil, jenes und welches, sondern ich lasse meine Haut die restliche Zeit einfach atmen. Also das ist die Hautpflege, die Masken. Und da ist schon der erste Mythos zum Thema Haut und Hautpflege. Ich habe übrigens auch ein Video gemacht zu einigen dieser Mythen, falls euch das näher interessieren sollte. Und zwar die sogenannte Hautatmung. Ich weiß, dass viele Marken diesen Begriff immer noch benutzen, aber wir atmen nicht über unsere Haut. Unsere Haut ist zwar in der Lage, sich Sauerstoff mittels Diffusion ranzuholen, aber diese Versorgung mit dem Sauerstoff macht nur so einen geringen Anteil an der Gesamtversorgung aus, dass wir definitiv nicht von einer Hautatmung sprechen können. Ich glaube, sie ist einfach nur, sie will nur darauf hinaus, dass sie ihre Haut dann in Ruhe lässt. Ja? Aber ich fände es cool, wenn man es einfach nur so sagt und nicht sagt, dass die Haut atmet, weil dadurch einfach dieser Mythos aufrechterhalten wird und das ist natürlich nicht gut. Und jetzt habe ich hier heißen Waschlappen wieder und nehme das Ganze ab. Und lasst doch einfach mal einen heißen Waschlappen auf eurer Haut liegen. Es öffnet so schön die Poren. Ist jetzt super schwierig. Und da ist schon auch der zweite Mythos, nämlich zum Thema Poren öffnen. Unsere Poren öffnen sich nicht, sie sind fester Bestandteil unserer Haut und sind auch keine Schließmuskel, sprich da kann sich weder was öffnen noch schließen. Selbstverständlich gibt es viele, viele Faktoren, die die Porengröße beeinflussen, sei es der Lebensstil, Genetik, Hautpflege, bliblablub. Aber wenn das bei euch genetisch bedingt ist, dass ihr vergrößerte Poren habt, dann werdet ihr nicht mehr viel tun können. Man kann selbstverständlich das Ganze ein bisschen minimieren mit Hautpflege, indem man eben auch die Poren immer sauber hält, zum Beispiel mit Salicylsäure, damit einfach der Talg abfließen kann und indem man einfach auch mild pflegt. Aber Poren können sich nicht öffnen und schließen. Natürlich können sie zum Beispiel nach einer Maske ein bisschen größer aussehen, weil einfach die Haut aufgequollen ist, weil einfach diese Feuchtigkeit auf der Haut drauf ist und dadurch quillt die Haut dementsprechend auf und dadurch sehen die Poren selbstverständlich kurzzeitig ein bisschen größer aus. Aber sobald das Ganze sich wieder normalisiert hat, ja, sind sie genauso da wie vorher eben auch.
und deswegen habe ich nur abends, und ich kann euch das wirklich empfehlen, Vitamin C Produkte zu benutzen, gerade wenn ihr zum Beispiel die Kollagenproduktion wieder anregen möchtet, wenn euch Sachen quasi verheilen sollen, also Akne, Narben oder einfach nur so, was ich jetzt zum Beispiel gerade habe. Da ist Vitamin C halt einfach super, glättet auch die Haut, auch gerade so bei Fältchen ums Auge herum und so weiter. Also Vitamin C in der Hautpflege ist einfach richtig gut. Und da kann ich euch auch zum Beispiel die Sachen, klar, von Pixi sehr empfehlen. Und ich habe gestern damit meine Haut gereinigt mit dem Cleanser und dann einfach das Tonic mit einem wiederverwertbaren Wattepädchen. Wattepädchen? Ja, Wattepad benutzt. Das stimmt auf jeden Fall, dass Ascorbinsäure ein wunderbarer Inhaltsstoff in Hautpflege ist, denn Ascorbinsäure regt natürlich nicht nur die Kollagensynthese an, sondern ist auch super, super hilfreich bei Pigmentflecken. Aber wie bei jedem Active ist es natürlich auch wichtig, wie hoch die Konzentration ist, und bei Ascorbinsäure ist auch der pH-Wert nicht ganz unerheblich. Und da ich jetzt bei diesen zwei Produkten keinerlei Informationen dazu finden konnte, sprich ich weiß nicht, wie hoch der pH-Wert bei den beiden Produkten ist, und ich weiß auch nichts über die Konzentration der Ascorbinsäure, fällt es mir selbstverständlich extrem schwer, diese beiden Sachen zu beurteilen. Aber sie sind eben auch beide nicht mild formuliert. Es sind Zitrusextrakte und auch Zitrusöle drin. Deshalb würde ich persönlich eher davon abraten. Jetzt habe ich, wie gesagt, gerade Sport gemacht und möchte meine Haut so ein bisschen beruhigen, weil auch gerade, wenn ich halt viel schwitze, öffnen sich die Poren und ich habe halt einfach gerade sehr beanspruchte Haut. Deswegen nehme ich die Body Shop Instant Soothing Mask. Ihr wisst, diese im Glastiegelchen vom Body Shop liebe ich so, so doll. Und hier ist Hafer drin. Also hier ist natürlich wieder der Mythos, öffnen sich die Poren unterwegs, stimmt selbstverständlich nicht, habe ich ja vorhin erklärt. Und das ist auch die Maske von The Body Shop, die ich euch vorhin empfohlen habe, also die mit Mandel und Hafer. Die ist mild formuliert, ist pflegend und feuchtigkeitsspendend, und Hafer hat natürlich auch eine beruhigende Wirkung, aber ja, müsst ihr selber schauen, ob ihr das Geld dafür ausgeben möchtet. Ich habe sie mal ausprobiert, fand sie okay, aber würde, glaube ich, nicht nochmal 20 Euro für sowas bezahlen. Wie gesagt, es gibt auch ein paar Sachen in der Drogerie, die man ausprobieren kann, oder man nimmt einfach eine mild formulierte Gesichtscreme, die vielleicht so ein bisschen reichhaltiger ist, also vor allem, wenn man einfach seine Haut rückfetten möchte, und die kann man natürlich auch dick auftragen und nach 15 bis 20 Minuten wieder runternehmen, beziehungsweise auch die Reste einfach einmassieren. Und jetzt zeige ich euch noch, womit ich morgens quasi nach der Dusche noch einmal mein Gesicht gereinigt habe. Das ist auch ein riesengroßer Tipp von mir, wenn ihr euer Hautbild langfristig verbessern wollt. Dass ich ein großer Fan von Säure bin, habt ihr jetzt, glaube ich, mitbekommen. Erzielt aber meiner Meinung nach einfach die besten Ergebnisse, und diese drei liebe ich hier. Einmal die Toning Solution von The Ordinary, alles auch sehr erschwinglich. Dann der Skincilios Get the Glow Toner, auch mit Glykolsäure. Und von Paula's Choice das 2% BHA Liquid Exfoliant. Chemische Peelings sind auf jeden Fall eine wunderbare Möglichkeit, um die eigene Hauttextur zu verbessern, und die Glykolsäure ist auch noch in der Lage, die Kollagensynthese anzukurbeln. Aber ich würde tatsächlich Anfängern und Anfängerinnen eher die Milchsäure empfehlen. Da gibt es zwei Produkte, einmal von The Ordinary die 5% Milchsäure und von Revolution Beauty die 5% Milchsäure. Ich habe doch ein Video zugemacht und die beiden miteinander verglichen. Falls euch das interessiert, verlinke ich euch oben in der Infokarte. Milchsäure ist ein hauteigener Bestandteil und die Teilchen sind auch größer im Vergleich zur Glykolsäure. Deshalb wird sie einfach auch besser vertragen. Und das ist eben auch ein chemisches Peeling, also eine AHA, die ich tatsächlich Anfängern und Anfängerinnen empfehlen würde. Dann natürlich auch erstmal alle 3 Tage benutzen und schauen, wie die Haut damit zurechtkommt. Ihr könnt immer noch was draufpacken, aber zurückkehren könnt ihr nicht, sobald ihr eure Haut total überreizt habt und sie extrem wund ist. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe selbst damit Erfahrungen gemacht. Deshalb würde ich wirklich diese zwei Produkte allen Leuten, die gerade erst mit chemischen Peelings anfangen, nicht empfehlen. Zumal hier eben auch die Glykolsäurekonzentration relativ hoch ist. Dann kommt natürlich auch noch der saure pH-Wert hinzu, was das Ganze einfach auch reizender machen kann. Dann ist ja auch noch das BHA-Peeling von Paula's Choice. Das ist vor allem richtig gut geeignet für Leute, die eben eine unreine Haut haben und die zum Beispiel auch mit öliger Haut zu kämpfen haben, weil einfach Salicylsäure lipophil ist. Und sie ist eben auch wunderbar hilfreich bei offenen Mitessern. Und ihr dürft natürlich auch den
Sonnenschutz nicht vergessen, wenn ihr chemische Peelings verwendet. Das ist extrem wichtig. Und damit gehe ich mir einmal übers Gesicht. Also an Tagen, an denen ich jetzt kein Make-up getragen habe, habe ich das morgens gemacht. Sonst mache ich das abends. Und immer wichtig bei Säure, SPF tragen. Da kann ich euch zum Beispiel den Cooler Mineral Primer empfehlen. Beim Cooler Mineral Primer kommt mir natürlich gleich die Frage in den Kopf, ob man da tatsächlich die Auftragsmenge schafft, weil das Produkt Primer heißt. Sprich, das ist eventuell etwas, was man unter Make-up trägt. Deshalb wäre ich da vorsichtig mit, denn bei Sonnenschutzmitteln ist die Menge richtig, richtig wichtig. Also da macht es wirklich die Menge und da heißt es auch nicht weniger ist mehr, sondern mehr ist mehr und mehr ist besser, weil natürlich auch in den Tests, um die Sonnenschutzleistung eines Produkts rauszufinden, 2 Milligramm pro Quadratzentimeter Haut verwendet werden. Können wir uns jetzt drüber streiten, ob das praktikabel und sinnvoll ist, aber das ist nun mal aktuell so. Das ist die internationale Testmethode und deshalb muss man eben auch diese Menge auftragen, um den deklarierten Schutz zu erhalten. Das ist die Smoothing Radiance Mask und die trage ich jetzt quasi so wie die letzten Tage auch immer. Nach der Härte muss die Haut auch wieder mit Feuchtigkeit versorgt werden. Es muss alles wieder aufgefüllt werden und sie braucht ein bisschen Beruhigung und wir wollen sie ja auch glatt bekommen und genau das macht diese Maske. Ich habe mir natürlich diese Meso-Mask von Filogra im Internet angeschaut. Man wird da ja teilweise über 40 Euro für los. Sie ist gut formuliert, also sind ein paar gute Inhaltsstoffe und Actives drin. Sie wird feuchtigkeitsspendend und pflegend sein. Sind noch ein paar andere Sachen drin, die vorteilhaft für die Haut sind. Ich glaube aber auch, dass sie parfümiert ist. Dennoch 40 Euro für ein Wellnessprodukt, was man 2 bis 3 Mal in der Woche anwenden soll, finde ich persönlich ein bisschen too much. Also wie gesagt, da kann man sich auch eine gut formulierte Creme dick auf die Haut auftragen und die Reste dann wieder einmassieren. Man wird einfach mehr für seine Haut erreichen, indem man eine gute Hautpflegeroutine sich zusammenstellt und diese täglich anwendet und natürlich auch täglich Sonnenschutz benutzt. Das ist auch super, super wichtig. Ihr könnt sonst was für Anti-Aging-Cremes benutzen und hunderte von Euros für Anti-Aging-Cremes ausgeben, aber ihr werdet nie so viel erreichen wie mit einer guten Sonnencreme, die ihr täglich verwendet und die ihr natürlich auch in der entsprechenden Menge verwendet, weil einfach auch die UV-Strahlung einen Großteil der Hautalterung ausmacht. Also wenn ihr kosmetisch gegen diese äußeren Einflüsse vorgehen möchtet, dann solltet ihr definitiv Sonnenschutz benutzen. Also spart euch lieber die 40 Euro für diese Maske und investiert das Ganze in eine ausgeklügelte, mild formulierte Hautpflegeroutine, die ein paar gute Actives enthält, die eben auch wissenschaftlich erwiesen was für die Haut tun und selbstverständlich auch in einen Sonnenschutz, den ihr gern verwendet. Ich habe jetzt geduscht und mir einen Tropfen Gesichtsöl ins Gesicht gemacht, weil ich sonst gerade hier so um die Augen extrem trocken bin und das war's. Gehe auch gleich nochmal aus dem Sonnenlicht raus. Es freut mich wirklich riesig, dass sie so ein tolles Ergebnis erzielen konnte. Ich finde natürlich, dass sie am Anfang des Videos auch schon großartig aussah, in der Mitte des Videos und auch jetzt am Ende des Videos. Ich weiß, dass wir teilweise, wie wir uns fühlen, auch extrem von unserer Haut abhängig machen. Und ich weiß, es ist auch schwer, sich immer zu mögen, vor allem wenn die Haut gerade ausflippt oder wenn da schon wieder irgendwas sprießt, weil man gerade seine Periode hat oder irgendwelche hormonellen Probleme. Ich weiß das, ich fühle das auch extrem und da freut man sich auch, wenn die Haut tatsächlich besser geworden ist. Natürlich hat das sicherlich auch was mit ihrer Hautpflegeroutine zu tun, aber wir wissen jetzt auch nicht, ob ihre Periode vielleicht wieder weg ist. Bei mir ist es zumindest so, sobald das alles wieder abklingt, dann wird auch die Haut deutlich besser. Natürlich kann ich da mit meiner Hautpflege viel mit rausholen im Vergleich zu früher, aber sie wird natürlich deutlich besser, sobald die Periode wieder fort ist und wenn ich natürlich auch aufhöre, wochenlang Süßkram zu essen und mich bewege und ja, alles was dazu gehört. Deswegen kann ich das jetzt auch nur schwer einschätzen, aber diese Routine, die sie gezeigt hat, da waren natürlich ein paar Sachen drin, die nicht mild formuliert waren. Da habe ich euch auch ein paar Alternativen genannt.
Dann natürlich auch die Sache mit den chemischen Peelings, die sind selbstverständlich super vorteilhaft, was die Hauttextur angeht, die Kollagensynthese und so weiter und so fort. Und vor allem, wenn sie auch täglich Sonnenschutz benutzt, dann ja, wird das selbstverständlich auch einen sehr, sehr positiven Einfluss auf ihre Haut haben. Ansonsten habe ich nicht weiter viel zu meckern. Ich fand das Video ganz interessant anzuschauen. Es hat mich auch wunderbar unterhalten. Ich hoffe, für euch war die Reaction in irgendeiner Form hilfreich. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr sie teilt, wenn ihr kommentiert, wenn ihr vielleicht ein Däumchen nach oben da lasst. Dann schaffe ich es eventuell auch mal, ja, in den nächsten 3 Monaten noch ein Reaction-Video zu drehen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!